Schatz, im Bad hängt ein giftiger Säbelzahntiger an der Decke. Kannst du mal kommen? Ja, ich komm gleich. Ich muss nur noch kurz speichern. Moment mal, wie bitte? Wenn man in Oracle of Ages Start Select A und B drückt, kommt es zu einem kompletten Reset ohne Speichern? Entschuldigung, aber wenn ich mich recht erinnere, war das im geistigen Vorgänger Link's Awakening noch nicht der Fall. Au contraire! Da musste man die Tasten drücken, um auf den Speicherbildschirm zu gelangen. Schön und gut, dass die neuen Spiele einen super bunten, fancy Speicherbutton auf der gefühlt 17. Inventarseite haben, den man auch mühelos auswählen kann. Aber ist es nicht ein Design-Bug, wenn die Button-Kombination, die im Vorgänger noch ins Speichermenü führte, nun direkt ohne Speichern zum Titelbildschirm führt? Wäre es nicht zumindest möglich gewesen, mal kurz ein Menü einzublenden, welches sagt: Hey du Horgel, ich weiß, dass A, B, Start und Select bei Link's Awakening noch zum Speichern gedacht war. Hier wirst du aber nur deinen mühsam erarbeiteten Fortschritt verlieren und Stuntipede zum Anfang kommen. Kannst du das wirklich wollen? Dann selektiere jetzt ja, ansonsten nö. Sowieso, wozu brauche ich denn ein Reset-Feature in einem Gameboy-Spiel? Reicht es denn nicht, das Gerät einfach aus- und wieder einzuschalten, wenn ich zum Anfang will? Na gut, aber es gibt ja die Möglichkeit, mit dieser schimmligen Harfe durch die Zeit zu reisen. Wollen wir mal nicht so sein. Mit Schwefelsäure versetzte Magma die Toilette hoch. Kannst du mal kurz... Nein, ich spiele das jetzt am Stück durch, bevor ich nochmal auf die Idee komme, irgendwas Intuitives zu machen. Aber es stinkt nach faulen Eiern. Nein. Super, jetzt habe ich Bock auf Eier. Kurz speichern.